begleitet mich auf meiner Reise nach L.A. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zum L.A. Travel Day. Ich bin schon bereits am Flughafen hier in Zürich und ich stehe jetzt noch mit meinem Gepäck, was ich jetzt gleich abgeben werde bei der Gepäckabgabe. Ich fliege mit Swiss direkt von Zürich nach Los Angeles. Zum ersten Mal für mich nach Los Angeles. Ich freue mich so unglaublich. Ich bin so aufgeregt. Ich fliege heute alleine. Sam ist ja schon seit ein paar Tagen dort. Und ja, ich kann es kaum erwarten. Das erste Mal auch, dass ich so lange alleine fliege. Also 12 Stunden Flug ganz alleine, aber ich habe genug zu tun. Ich habe mir echt eine ganze To-Do-Liste aufgeschrieben für den 12-Stunden Flug. Und ja, ich bin wirklich aufgeregt, aber jetzt muss ich erstmal mein Gepäck abgeben, mir noch was zu essen holen für den Flug. Ich liebe es ja, während des Flugs zu snacken. Und dann geht's Richtung Gate. Security ging super schnell, 1 bis 3 Minuten Wartezeit, zu Gate E zu kommen, was das International Gate hier ist am Züricher Flughafen. Hat jetzt ein bisschen gedauert, weil sehr viele aktuell international fliegen und vor allem die Passport Control für nicht-europäische und Schweizer Bürger sehr, sehr lange dauern würde. Also ich konnte dann schnell durch, wenn ich erstmal an dem Gate war, für Schweizer und europäische Reisepässe. Aber ich musste erstmal dahin kommen. Und aktuell, ich drehe euch mal die Kamera, ich soll jetzt mit dem Zug rüberfahren. Da ist aktuell auch super viel los. Mal gucken. Aber ich habe noch genug Zeit, ich bin nicht im Stress. Ich warte jetzt hier aufs Boarding und was ich mich immer frage, warum die Leute immer schon eine halbe Stunde vor Boarding beginnen, sich anstellen. Weil der Platz ist ja eh schon festgesetzt. Manchmal verstehe ich, wenn man nur Handgepäck reist, weil wenn man dann später ins Flugzeug steigt, dass man das Handgepäck nicht mitnehmen darf. Aber es ist jetzt eigentlich eine große Maschine. Die stehen hier und warten schon seit einer halben Stunde. Also naja, muss man nicht so verstehen.
Ansonsten, wie gesagt, freue ich mich jetzt auf den Flug, habe einiges auf meiner To-Do-Liste. Ich möchte mein Handy mal aufräumen. Ich komme auf jeden Fall ein Internetpaket, wenn es vorhanden ist. Ich möchte mein Handy aufräumen, noch ein paar Clips schneiden. Habe ein paar Serien aufs Tablet geladen und habe auf jeden Fall einiges vor. In den 12 Stunden müsste ich gegen Ende auch noch ein Nickerchen machen, damit ich einigermaßen aushalte, wenn ich dann später in L.A. bin. Weil Ortszeit lande ich ja jetzt um 17 Uhr circa und bei uns ist es dann halt 2 Uhr nachts. Und deswegen möchte ich halt ein kleines Nickerchen machen, dass ich auf jeden Fall auch bis abends dann durchhalte, um halt, wie gesagt, ein bisschen dem Jetlag entgegenzuwirken. Mal schauen, wie das wird mit dem Jetlag. Ansonsten, fliege ich ja leider während der Ferienzeit. Also warum? D23 war ja normalerweise im September, jetzt haben sie es im August gemacht. Und ja, mitten in der Ferienzeit, super voller Flughafen. Natürlich war der Flug auch mega teuer. Ich habe hin und zurück jetzt für den Direktflug 1000 Franken bezahlt, also fast 1000 Euro. Es war ein bisschen günstiger, wenn man mit Umsteigen genommen hätte, aber da wäre ich ewig unterwegs gewesen. Und da habe ich gesagt, komm, nee, nimmst du den Direktflug, dann passt das schon. Und ja, mehr kann ich jetzt aktuell nicht sagen. Ich hoffe, dass es gleich losgeht. Und ja, dann nehme ich euch wieder mit dem Flieger, zeige euch das Essen und so weiter, was es für Entertainment gibt bei Swiss hier. Ich weiß gar nicht, bin ich mal direkt Swiss geflogen, Langstrecke? Ich glaube nicht. Edelweiß bin ich geflogen, Langstrecke, nach Thailand, aber Swiss direkt noch nicht. Doch, wir sind zurück aus. Mit Singapur, doch, wir sind mit Singapur, aus Singapur damals aus Thailand zurück. Also wir sind von, jetzt geht's glaube ich los gleich. Wir sind von Phuket nach Singapur geflogen mit Thai Airways und dann mit Swiss zurück nach Zürich. Genau, doch, das einmal bin ich mit Swiss Langstrecke geflogen. Ja, damals mit meinem Freund. So, die Leute rühren sich alle. Ich mache mich auch mal jetzt gleich auf den Weg in den Flieger.
sind noch 7:10 bis L.A., bis Los Angeles. Und das Essen war wirklich sehr, sehr lecker. Also die Spätzle mit Hähnchen und Brokkoli, wirklich sehr, sehr gut. Also hat mich sehr überrascht. Später gibt es bestimmt schon einen Snack. Ja, wie gesagt, noch 7 Stunden. Hatte zwischendurch kein Internet, also es gab 3 Stunden Ausfall. Jetzt funktioniert es wohl wieder, sonst hätte ich mir das Geld zurückgeben lassen. Aber ja, die meinten, manchmal kann das so sein. Wir waren auch über dem Atlantik, jetzt sind wir, ich glaube, über der, wenn nichts falsch sagen, über Grönland, glaube ich. Genau. Ja, also nähern uns langsam den Staaten, dem Festland. Ja, also knapp 5 Stunden haben wir schon, circa. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Ich schaue mir jetzt die Bushido-Doku an, auf RTL Plus. Die habe ich mir runtergeladen. Ich bin ja so ein heimlicher Teenie-Fan von Bushido. Also als Teenie habe ich sehr viel Bushido gehört und habe mir jetzt tatsächlich auch ein Ticket für die Tour im Januar 2026 gekauft, weil die Tour dieses Jahr so cool aussah und kommt wieder nach Zürich. Und deswegen habe ich mir dann für Januar 2026, also in 1,5 Jahren, ein Ticket gekauft. Ob ich dann noch lebe, weiß ich nicht, aber hey, ich habe schon mal ein Bushido-Konzertticket. Ja, ich chill hier noch ein bisschen, versuche dann, ja, irgendwann noch ein Nickerchen zu machen. Mal gucken, gerade bin ich noch gar nicht müde, aber ja, es ist in Deutschland auch erst 6:30 circa. Also gib mir noch ein paar Stunden, dann mache ich bestimmt noch ein Nickerchen. Jetzt gab es noch einen Snack, eine vegetarische Quiche und einen Keks. Und ich habe bisher, also ich habe einmal versucht zu schlafen, aber hat nicht funktioniert. Und ja, ich glaube, jetzt weiß ich nicht, ob ich noch ein Nickerchen mache. Übrigens nebenher Sam's Vlogs aus Shanghai. Ich hatte, musste eben, ich drehe mal meine Kamera kurz, so, das ist ein bisschen persönlicher. Ich sitze ja super gerne am Fenster. Das Problem ist, wenn man alleine fliegt und jemand am Gang sitzt, den man halt nicht kennt und er eingenickt ist, man muss aber ich, also, und man muss halt dringend auf Toilette. Ja, Dilemma. Ich habe wirklich gewartet ein bisschen und so, aber irgendwann ging es halt nicht mehr. Dann habe ich ihn versucht zu wecken. Ich habe ihn wirklich so oft angestupst. Es hat mir so leid getan. Er ist einfach nicht aufgewacht. Es war wirklich sehr hartnäckig. Da dachte ich mir schon zwischendurch, okay, steigst du jetzt vielleicht über ihn drüber. Aber stell dir mal vor, ne, er wacht in dem Moment auf, wo ich über ihn drüber steige. Das wäre ein bisschen komisch gewesen, glaube ich. Ja, irgendwann habe ich es dann geschafft, aber er hat mir wirklich leid getan. Und dasselbe Spiel halt auch, wenn, als ich zurück musste. Ich habe zwar ein bisschen gewartet, bis ich zurückgegangen bin. Ich glaube fast 1 Stunde. Die Toilette, dann bin ich hier rumgelaufen. Dann habe ich gesehen, okay, da kann man sich Wasser holen. Da gab es noch belegte Brötchen und so weiter. Und habe ich halt gewartet. Und dann habe ich wieder versucht, ihn aufzuwecken. Und der Typ, der hinter uns sitzt, hat sich schon kaputt gelacht, weil ich ihn die ganze Zeit angestupst habe. Naja. Ist halt, jetzt sitze ich hier und jetzt hoffe ich, dass ich die nächste Stunde nicht mehr raus muss. Weil
er schläft wieder. Also er hat einen richtig guten Schlaf. Gelandet. Also die 11 Stunden gingen eigentlich relativ schnell vorbei. Ich habe eigentlich immer genug zu essen. Ich bin so satt. Also weiß ich, wenn ich auch heute Abend noch was esse. Für mich ist es im Prinzip jetzt mitten in der Nacht. Mein Biorhythmus ist jetzt ein bisschen durcheinander. Also mal schauen. Vielleicht einen kleinen Snack im Downtown Disney. Aber erstmal muss ich hier durch Immigration. Wir sind jetzt 10 nach 5. Gucken, wie lange das dauert. Es sind natürlich sehr viele Menschen. Hier sind aber auch sehr viele Officers, also mal gucken, wie lange das hier dauert. Ist halt so, ne, beim Ausreisen aus dem Land, also jetzt aus der Schweiz, ging es super schnell bei mir. Da mussten die anderen anstehen und die US-Citizens jetzt haben es jetzt natürlich einfacher. Die können jetzt einfach wieder durch die elektronische Passkontrolle schneller durch, als wir jetzt hier, die zum Officer müssen. Aber so ist das halt, ne? Ja, freue mich hier zu sein. Das ist immer noch so surreal, dass ich jetzt in L.A. bin. Wieder zurück in den Staaten. Letztes Mal war ich ja hier mit Brina 2022, also nicht hier, sondern in Orlando. Und ja, jetzt hier zum ersten Mal in L.A. Und danach werde ich mir ein Uber suchen. Die sind wohl nicht so einfach hier. Die sind, man muss so mit dem Bus fahren oder so. Wollen wir dann gleich nochmal anschauen, wie das funktioniert. Sam hat einen anderen Transfer benutzt, und zwar Dream Shuttles, irgendwas. Ich kann euch den Link unten in die Infobox packen. Im Prinzip war das so ein Chauffeur, den sie vorher gebucht hatte. Und der hat sie dann hier abgeholt, hat auf sie gewartet am Ausgang, ist auch sogar mit ihr noch zu Target oder zu Walmart gefahren. Sie hatte eine halbe Stunde Zeit, dann, um was einzukaufen. Aber mit Tipp hat sie knapp $130 bezahlt. Und Uber ist so um die 70, 75 Dollar. Also knapp die Hälfte. Und ja, ich brauche jetzt nicht zu Target oder zu Walmart zu gehen. Machen wir eh irgendwann die Tage zusammen. Das heißt, ich nehme mir einfach ein Uber und teste das auch mal aus. Aber wie gesagt, diesen Chauffeur, wenn euch das lieber ist und so umständlich ist, den Uber hier zu suchen, packe ich euch den Link unten in die Infobox. Sie war sehr zufrieden. Und ja, wie gesagt, sie hat ein Bild vom Fahrer vorher bekommen und per SMS Kontakt gehabt. Und geschrieben haben, welchen Ausgang sie dann ist und so weiter und so fort. So, ich folge jetzt den Schildern Ground Transportation. Ich habe meinen Koffer. Habe circa... Moment, ich glaube, jetzt mache ich auch tatsächlich, wie das gelaufen ist. Okay, also hat alles funktioniert. Habe 1,5 Stunden bei Immigration angestanden, bevor ich dran kam. Das müsst ihr hier einrechnen. Auch in Orlando haben wir lange gewartet, in New York, also bisher, wo ich immer in Amerika gelandet bin, haben wir mal ewig gewartet für Immigration. Also kalkuliert das auf jeden Fall mit ein. Geht vorher auf Toilette, wenn ihr müsst. Und
Also es ist jetzt schon knapp 6:30. Eine Stunde Fahrt noch bis zum Hotel. Ja, aber so ist jetzt mal das Uber. Muss Richtung Ground Transportation. Und dann muss ich mit dem Shuttle noch irgendwo hinfahren. Also ich bin jetzt aber den Schildern Ground Transportation gefolgt, dann raus rechts und musste zu diesem hellgrünen Stand. Da kommt ein Shuttle alle 3 bis 5 Minuten. Hier seht ihr schon diese grünen Dinger. Und da muss man hinfahren, um mit dem Uber abgeholt zu werden. Da steht auch Ride, App, Pickup, Uber, Opal und Lyft. Steht da hinten. Genau, also hier warte ich jetzt. Ich habe es geschafft, bin jetzt bei Uber abhol. Okay, das war jetzt nicht so schlimm. Der Bus war relativ voll, aber hierher zu kommen war es jetzt nicht. Ich hatte es schwieriger mir vorgestellt. Aber jetzt ist der Preis halt tatsächlich auf $110 hochgegangen. Ich hatte ja mit 70 bis 80 gerechnet. Ja, it is what it is. Ich muss auch noch Tipp geben. Das heißt, ich komme auch so locker $120 auch raus und Sam hat mit Tipp 135 bezahlt. Und ja, dann hatte sie ja wenigstens, mal gucken, ob ich hier mein Fahrrad da ist. Ne, noch nicht. Und da hat der Fahrer wenigstens auf sie gewartet beim Ausgang und so. Also Uber ist halt immer zeitabhängig. Ne? Also je nachdem, wann ihr ankommt, wann ihr hier wegfahrt, ist es halt ein bisschen immer vom Preis abhängig. Deswegen, ja, müsst ihr entscheiden. Ich muss es halt jetzt bezahlen, weil ich muss ja irgendwie nach Anaheim kommen. Ich kann ja schlecht laufen. Ist ja eine Stunde Fahrt circa jetzt mit Traffic, also ja. Meine Abholung ist in 3 Minuten, er ist jetzt gleich da und dann geht schon langsam die Sonne unter. Wir haben nicht schon kurz vor 7, eine Stunde Fahrt, also bin ich um 8 Uhr dann am Hotel und ich möchte unbedingt noch kurz ins Downtown, auch wenn nur vor 1-2 Stunden, aber da ist ja alles relativ nah und Sam wollte auch noch, also sie wartet jetzt kurz im Hotel auf mich, wir übernachten im Anaheim Marriott. Und dann wollte sie noch mal kurz in den Park und ich gehe ins Downtown, weil sie hat heute noch ein Parkticket, ich nicht. Hätte ja eh keinen Sinn gemacht. I don't know a hands-free to take my luggage. Okay. Just... Hello, how are you? Oh, nice good to see you. Welcome after 12, 14 hours. Ja, eine schnelle Roomtour habt gesehen. Ich habe jetzt, Sam hat schon auf mich gewartet. Das ist das Bad. Wir sind im Anaheim Marriott. Und sie hat schon gesagt, es ist besser als ihr altes Hotel. Wo hast du vorher übernachtet? Where the did you... one, Fairfield by Marriott. Fairfield by Marriott. Also es ist direkt neben dem Convention Center. Ich bin schon am D23 vorbeigefahren. Und wir haben Frühstück, wusste sie nicht. Und wir haben eine Kaffeemaschine. Oh, we have Frühstück every morning. Wir haben Frühstück. 6:30 a.m. So we have to get up very early. Well, I don't know. I literally... I've talked about you to every single person I've met. Even when I was checking in here today, I was telling the guy, I was like, I don't know what my friend's going to say about this breakfast situation. We'll see. So we want to get to the center soon. So, yeah, we... Deutsch wieder. Wir haben 2 Doppelbetten, was gut ist. Jeder hat sein eigenes Bett. Do we have any? No. Yeah, we have your name there, so no. It's fine with your name? Oh, yeah, it's okay. Okay. Yeah. Maybe zoom on it.
don't say hello to Monastery. Just have it there. Let me first delete those other clips. Sorry. I was going to put your, because you know we've got YouTube as well, I was going to put one of your videos on so when we come. But then you came too quickly. You were messaging me saying you've gone past Tower of Terror. The Uber was too fast. But anyway. Fernseher haben wir hier und einen kleinen Balkon. Mhm. Mit Aussicht auf, I don't know. Where are we looking at? Some buildings. There's a restaurant and a pool. It is, yeah, there's a pool. I did hear in your video that you bought your bikini, so. Yeah. I don't know. I don't have to swim for Winnie, but I'm happy to come and. I don't know if we have time for the pool, no, but let's see. Maybe at the pizza. Yeah, that's why I took it. Ja, also das ist unser Hotelzimmer und auspacken tue ich später. Wir fahren jetzt mal nach Downtown, oder? Mhm. Mhm. Downtown Disney, Moni's first time. Woo! Wir nehmen jetzt ein Uber ins Downtown und wollte aber noch ein bisschen euch das Hotel zeigen, bevor ich das Video jetzt hier beende und das nächste starte. Boah, so sieht es hier aus. Das ist Anaheim Marriott direkt neben dem Convention Center. Also die D23 ist direkt gegenüber. Und ja, da gibt es noch eine Bar. Hier ist die Rezeption. Da ist ein Ballroom. Belldesk. Ja, also ein richtig schönes Hotel. Groß. Ja. Do you know where the breakfast is? Did he tell you? They said where the TV is. Ah. On the left somewhere. Im Infuse Bar and Kitchen. Also da gibt es Frühstück. Mal gucken, ob wir es einmal testen. Wir haben jetzt... At least one time, maybe. Yeah, but we have twice breakfast already at Disney, so we don't... We'll do it on the D23 day. Yes. Because there's no food, yeah. I mean, there will be food, but nothing too exciting probably for us to want to try. And we have to pay for it. Yeah, yeah, it's fine. Ja, ihr seht, ich habe jetzt schon mal meine Kappe angezogen, ansonsten habe ich nichts gemacht. Ich bin so, habe nur meine Kompressionsstrümpfe ausgezogen. So lange bleiben wir nicht, 2-3 Stunden und dann zurück duschen und auspacken und ab ins Bett. Genau, also ich hoffe, dieses Anreisevideo hat euch gefallen und ja, es kommen noch einige spannende Videos hier aus Orlando, wollte ich sagen, aus Anaheim, aus den Parks, von der Expo, aber die Videos von der Expo sind wahrscheinlich schon online. Und ja, ich freue mich auf eine aufregende Woche, bin gefühlt auf Adrenalin, ich bin überhaupt nicht müde oder so, obwohl ich müde sein müsste. Aber ich bin so aufgeregt und so voller Vorfreude und ja, begleitet mich gerne. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.